Der Morgen. Nebelschwaden durch die Felder. Keine Irrlichter mehr zu sehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliverance. Wir haben gut genächtigt, hoffe ich doch. Einen Blick hier rein. Oh, und da über den Berg kommt gleich die Sonne. Pebbles ist auch noch da. Wunderschön. Bevor ich gestartet habe, beziehungsweise die Aufnahme gestartet habe, kam schon die Info, wir sollten einmal zurückkehren und nach den Kranken schauen. Was ist da unten für ein Buff? Ist das der gut gegessen? Buff? Gesunde Ernährung. So hieß es genau. 5 Tage lang muss man das durchziehen, ne? Mit der guten Ernährung. Und 1 Sekunde nicht aufgepasst. Hat man schon wieder los. Na gut. So, Bienenstock. Wenn du mich so schon fragst oder das darauf hindeutest, dann will ich die vielleicht doch mal plündern wieder. So, das ist ja unsere Energienahrung. Das sind faule Bienen. Das sind, also das, ne? Gleich auch mit anzünden. Alles klar, also zum ersten müssen wir den Gefangenen befragen, bevor da jetzt hier noch irgendwas passiert. Da stand ja nicht so in der Gunst. Oh, da ist offen. Das war ich aber, ne? Ja. So, der Herr. Komm zurück unter den Leben. Ah ja. Mist, jetzt ist dunkel, ne? Hm. Wer bist du? Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kubilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Ja, das hoffe ich doch. Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Das sehe ich. Ich möchte, dass es schnell geht. Den Rattaya Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Naja. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Wie wenig kann man sein Leben hängen? Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislav. Das ist der, den wir schon besiegt haben. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Let it rain. Wer von den Banditen ist der Anführer? Denkst du, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Nicht über die Deutschen. Nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Das ist der, den wir am Anfang oder am Ende der Schlacht noch gesehen haben. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislavitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Noch eine Schlacht? Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle. Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislavitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Der ist schon wieder so brutal ehrlich. Das ist schon wieder so irgendwie, ne? Sympathisch, wo er natürlich keine Sympathie verdient hat. Woher wusstest du von Pribislavitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Morcock. Wir
Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Okay, jetzt hat das wieder verspielt. Er erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Merhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Der ist umtriebig. War erst der Anfang. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben... Das sind noch die Minen von Skalitz in der Nähe, aber hä? Da war doch nichts mehr los. Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Ich fühle mich nicht vorbereitet, ihn zu treffen. Ich glaube, ich versau das. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Meinhard gab sie mir und diesmal sollte ich Meinhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Na. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Meinhard. Oh, dieser Name in der Meinhard, der triggert mich so. Meinhard. Der ist entweder blöd ausgesprochen oder halt einfach nicht schön. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Das ist Herrn Ratzigs Entscheidung. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Der alte Stroh, also. Braucht ihr wieder einen aus dem Maul? Sofort beiseite, du Junge. Der müsste noch ein paar Schrammen haben. Doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Ja, der hat noch ein paar Schrammen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Kommt mit verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher. Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Also, der Räuber hat auf jeden Fall keine Gnade verdient, aber das entscheidet nicht ich. Reden wir darüber. Ich bin bloß ein kleiner Mann. Ha! Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. Das verstehe ich. Okay, da haben wir auf jeden Fall gewonnen. Laut Dings. Ich verstehe dich, Stroh. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet und bis zum Tage meines Todes verzeihe ich mir nie, dass ich sie nicht retten konnte. Na und? Misserfolg, obwohl wir besser... Sind auch tot. Ein Gaul trat meinen alten Herrn und der sichte 2 Wochen dahin. Aber sein Kind zu verlieren, du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Dieser Bastard geht nirgendwo hin. Aber Redekunst ist aufgestiegen gerade, ne? So. Ich habe keine Zeit für dein Gelalle, Stroh. Er kommt mit mir. Wenn du versuchst, mich aufzuhalten, wird es dir leid tun. Verstanden? Harte Worte für einen Grünspan. Klären wir das wie Männer, wenn wieder, das so naja, ist. Egal. Gleich sehen wir, wer am Ende noch steht. Ey, ich habe ihn ja schon mal verprügelt. Dann lass uns keine Zeit vergeuden. Nun gut, wie du willst. Oder geht's jetzt mit Waffen los? Oh.
Ach, Stroh. Oh, ich komme jetzt irgendwie aus dem... Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Ah ja, jetzt, okay. So, neue Stufe Faustkampf und neue Stufe Stärke. Gut. Also hier, Ratzig ist immer noch verantwortlich dafür, ne? Töten. Was liegst du jetzt da? Pass auf ihn auf. Ich plündere, ist das Böse, ne? Also. Warte mal. Bevor ich jetzt hier wieder abhaue, ne? Habe ich nicht irgendwas noch zu tun hier? Hä? Aber ich sollte doch... Ich war doch schon fertig. Ich sollte doch warten. Bis das Heilmittel wirkt. Jetzt haut er ab. Und sonst nix? Wieso nochmal geben? Johanka, was ist denn los? Achso, du redest ja nicht mit mir, ne? Ich versuche es jetzt nochmal einen zu finden, dem man theoretisch was geben könnte. Ne, der weiß ja nicht, ne? Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf... Das hat dir noch keiner gesagt, wir sind schon einen Tag da. Oh weh. Was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genützt also nicht, dass der junge Stroh hin ist. Diese Bastarde. Alles Gute. Vor allen Dingen diese ganze Aufruhr und er ist der Oberhaupt, ne? Und er schläft. Der schläft halt einfach. Und tut so, als ob er nichts hört. Okay, Leute, wie sieht's jetzt aus? Ein Dings möchte ich jetzt gerne finden. Eine Peststelle, was auch immer hier. Und mal gucken, ob ich da was machen kann. Na, das ist der wieder. Mit der geht eh nichts. Und dann gucke ich nochmal, ob ich den Kranken nochmal was geben müsste. Stroh. Ich will nicht reden. Also den gehen wir richtig auf den Sack gerade, glaube ich. Also gut, dann da drüben, ne? Komm schon. Und wenn das nicht geht, dann hauen wir einfach ab mit dem Gefangenen. Da haben wir wahrscheinlich wieder versagt, aber mein Gott. Und über Matthias, da redet keiner mehr, ne? So, wie geht's dir jetzt? Also nicht gut von dem Verhalten her, aber ich kann auch nicht mit dir reden. Was ist mit dem A? Ich sag nichts dazu. Okay, dann ich speichere nochmal, falls man es wirklich... Oh oh, Spiel. Spiel. Falls wir jetzt wirklich reingeschissen haben, wenn wir jetzt dahin gehen, dann möchte ich vielleicht nochmal laden. Da wäre ich wahrscheinlich gestört auf der Reise, oder? Die Zeit geht auch nicht. Und hier, alles bleibt so, wie es ist. Bleibt alles so, wie es ist. Ob du hier bist und nicht. Der ist aber sauschnell jetzt unterwegs, ne? Der haut die Hacken neu. Parteiturnier. Morgen. Leute. Ich glaube, das ist unseres. Ich fühl's. Okay, da ist der Kerger. Das ist hier der... Was müssen wir machen? Wir sollen niemandem Bescheid sagen, ne? was? Jetzt müssen wir da wieder hin? Nicht da. Aber das ist doch das DLC. Heißt das, der Ratzig ist mit dem DLC zusammen? Ganze Zeit auf Tour?
Ich möchte es aber jetzt eigentlich nicht starten, das andere noch. Spiel, magst mich alle. Okay, aber da hier jetzt morgen das Turnier stattfindet, kann ich hier eigentlich nicht weg. Wo sind wir denn eigentlich? Ah, okay. Sehr gut. Auch alles gut. Ja. Wieso ist hier eine Händlerin? Guten Tag, wie kann ich helfen? Mach's gut. So, jetzt. Ach so. Wie macht man das jetzt? Also, jetzt pass mal auf. Wir machen das so. Keine Ahnung. Genau, das ist der Mist. Rataya Turnier, morgen für die. Ich könnte ja jetzt schon mich anmelden, ne? Das sehe ich richtig. Das machen wir jetzt auch. Und vielleicht gibt es da so eine Art, ne? So einen Sprung auf morgen, ohne dass sich die Werte wieder verändern und wir sind einfach da, ohne dass wir übernachten müssen irgendwo. Der alte Ruch? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Alles Gute. Alles Gute. Und dann können wir vielleicht schon loslegen. Das sah ein bisschen cremig aus, deswegen habe ich nochmal geguckt. Wir rasseln jetzt da hoch. Und gucken, ob wir alles dran haben. Stachel haben wir dran, das passt alles. Okay. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir in den Turnieren nicht einfach auch den Bogen zücken könnten und die mit einem Schuss oder zwei einfach, ne? Siesta. Deswegen speichern wir jetzt nochmal, falls wir wieder nicht so gut sind, wie wir denken, wie ich denke. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem Bogen, falls es nichts wird. Gute Idee. Gute Idee von mir. Sehr gut. Das heißt, Sattheit hat sich ja nichts verändert. So, jetzt müssen wir auf den Herold warten. Wie immer, also das war ja so, dass der erst um 9 da ist, ne? Jetzt denn eigentlich dahin? Boah. Das sieht aber hier echt scheiße aus. Also der Blick ist schön, aber hier, guck mal. Das kann man doch nicht so nicht lassen. Mensch, Herr Hanusch. Und wer bist du? Pavel der Rehbock? Ey, Pavel der Rehbock hat echt keine schöne Unterkunft. Da ist zu. Ach, das sind die ganzen Kämpfer, oder? Kann das sein? Ja, der schwarze Peter. Stimmt. Oh, das sind aber viele, ne? Muss ich gegen die alle antreten? Aber die haben keine schöne Unterkunft. Oh, okay. Nee, nee, ich habe mich bloß Kniebeugen und so. Okay. Rosen, ne? Von den Blättern her, ja. Mondblumen. So, ist er weg? Ja. Schlösserknacken wieder aufgestiegen. Bringt mir nichts. Haben wir jetzt irgendwas, was wir schon mal wieder verteilen könnten? Stärke. Packesel 3. Nochmal mehr tragen können. Deine Angriffe und mehr Schaden verbrauchen, aber 10% mehr Ausdauer nicht. Ganz gesunde Ausdauer, es geht ja schwer, indem du ihm Spuren andere Metz. Oder wir machen Pack. Und was ist das? Dann fallen sie eher geneigt, Flugzeuge anstatt gegen nichts kämpfen. Ah, das würde ich gerne haben. Dann sparen wir uns den Packesel. Wir kommen eigentlich zurecht. Vitalität brauchen wir nichts. Fertigkeiten, Heimlichkeit. Verringert die Lärm, die in deine Rüstung und andere Ausrüstung machen, um 20%. Wenn nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwer, dein Gesicht zu erkennen und sie gehen dir so schnell auf. Und wenn du dich duckst und nicht bewegst, erhältst du einen Bonus in Höhe von 30% auf Heimlichkeit. Okay. Ich würde das nehmen. Und reparieren können wir jetzt auch schon. Ach ne, das ist immer noch das alte. Und Schlösserknacken können schon zwei Sachen. Lautlos, selbst hinter Schloss problembereitet. Das ist sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall auch. Wenn jemand darauf dran ist, dich beim Schalter zu erwischen, aber du mehr Zeit zum Fliehen hast. Nee. Nö. Das war's. Das
ist aber echt eine abgeranzte Unterkunft hier. Die könnte ich alle bestehlen, ne? Aber wahrscheinlich sind die ziemlich gediegen. Und die kann ich nicht wirklich bestehen. Jetzt ist er zugemacht. Ist er da? Ja. Ah. Mini-Schwert haben wir, so kriegen wir noch. Der schwarze Peter ist er ja. Ja, hier rollt. Wie sieht's denn aus? Sei gegrüßt. Was brauchst du? Boah, du siehst ja fertig aus. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Komm morgen früh in den Hof der oberen Burg und ich schreibe dich gerne ein. Hier und jetzt kann ich dir diesen Gefallen nicht tun. Und vergiss nicht, 60 Groschen mitzubringen. Kann ich hier bleiben, bis das nächste Turnier beginnt? Gewiss doch. Du kannst gerne mit den anderen Wettstreitern in der Burg wohnen. Dann hast du bis zum Turnier eine günstige Bleibe. Die Burg steht einer guten Schenke in nichts nach. Klingt gut. Ich denke darüber nach. Ja? Lebe wohl. Und wo ist das jetzt? Wo kann ich jetzt bleiben? Sein? Hinten, ne? Bei den anderen Pennern. Hier darf ich nicht rein. Aber ich gehe jetzt trotzdem rein. Ja, hallo. Aber hier darf ich wieder rein. Oh, das ist ja interessant, dass ich hier wieder rein darf. Also, okay, Leute, wir machen es jetzt doch so. Ich würde hier gerne... Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich würde hier gerne übernachten. Bis morgen. Heimlichkeit schon wieder hoch. Geht aber hier auch ab. Ist ja der Hammer. Schauen wir hier, wo ist denn jetzt Heimlichkeit? Was? Heimlichkeit? Was hat das mit Hund von zu tun? Hä? Deine Attacken von hinten werden um ein Drittel stärker oder Hunde in den Höfen oder bei den Häusern ihrer Besitzer bellen nicht und fallen dich nicht an, sofern du sie nicht anderen willst, angreifst oder den anderen. Oh, krass. Greife ich die oft von hinten an? Nicht so, ne? Wenn, dann schleiche ich und dann ist hier... Wenn ich klauen gehe, ist natürlich das cool. Aber eigentlich ist das auch cool. Komm, kurze Entscheidung. Wurscht. Cool. Oh, und so weiter. Da war nur Mist drin. Das war ich. Achso. Und hier so. Okay, ich kann hier jetzt irgendwo wohnen. Ne? Er meinte wahrscheinlich hinten. In der Schenke nichts nachstehen. Also was ich da hinten gesehen habe, das steht da in der Schenke schon sehr viel nach. Muss jetzt mal echt so sagen, ne? Ja, ich weiß, ich mach jetzt nochmal schnell nochmal hier rein. Dem möchte man natürlich jetzt nicht irgendwie begegnen. Während wir was Blödes machen. Hallo. Was war das? Huch. Ne? Kein Lebenszeichen. Weiß Gott, was das war. Captain Morgan? Mach die Tür bitte zu. Rückenschmerzen? Woher sieht er das? Ja, okay. Okay. Wir suchen uns jetzt ein Bett. Da machen wir das Turnier. Und dann ist gut. Die Burg steht im Dings nichts nach. Ich glaub's ja nicht. Hey, du! Was wird das hier? Ich schlafe jetzt. Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Ach, jetzt darf ich dort nicht hier sein. Ist mir jetzt egal. Ich schlafe jetzt einfach. Reich nicht. Bin zu gut ausgeruht. Wieso darf ich auf einmal jetzt nicht hier sein? Na gut, da gehen wir jetzt dahinter und hoffen, dass wir jetzt irgendwie... dass wir jetzt irgendwie... nächtigen können, bis es morgen ist.
Nachdem ich hier geguckt habe. Ist halt wirklich sehr uninteressant gerade. Hier darf ich gar nicht sein. So, Radar mal da runter, dann Radar mal dahinter. Du gehst mit uns den Weg. Hopp, weg. So. Und wir nehmen natürlich das Ding hier. Und gucken mal, ob wir bis morgen schlafen können. Ansonsten weiß ich nicht. Nee. Ich kann jetzt nicht länger schlafen. Okay, dann müssen wir warten. Ach ja, so, Pebbles, wie sieht's denn aus? Habe ich noch irgendein Buch? Zum Beispiel das. Und das. Ja. Was? Ach so, na toll. Ach Gott, das muss man ja gar nicht lernen. Also jetzt schon, aber... Ne? Man muss es nicht über mehrere Stunden lernen. Vielleicht das. Das glaube ich, kann man immer noch nicht. Weiß ich nicht. Das vielleicht. Eins davon. So, also irgendeins. Irgendeins werden wir doch jetzt irgendwie lernen können, oder? Lernen. So, siehst du. Fortschritt 100% brauchen wir. Das heißt, wir können ja besser überreden. Dann ist Nacht, dann können wir was essen. Nee, können wir nicht. Nee, noch nicht. Aber knapp. Wir warten noch einen Punkt ab, dann essen wir was und dann schlafen wir wieder. Sorry, Leute. Aber dann haben wir wenigstens das Turnier. Das ist doch auch cool. Nee, die Kunst verbessert. Sehr schön. Gib den Kranken das Heilmittel. Ihr könnt mich mal. Basis sich bis die Lage geklärt. Ja, vielleicht müssen wir es doch nochmal laden. Ich hab's jetzt, ob ich es jetzt verbockt habe, weiß ich nicht. Einen Punkt müssen wir jetzt nochmal abwarten. Gott segne dich. Ich möchte am Komm morgen früh. Ja, ist klar. Okay, einen Punkt. Einen Punkt Hunger abwarten. Na, okay. Eine Stunde warten. Da gucken wir mal, wie wir uns schlagen. Bin gespannt. Okay, der schwarze Peter ist ja unserer. Den müssen wir besiegen, auf jeden Fall. So, morgen früh wird er... Na gut, länger kann ich nicht schlafen. Ich habe gedacht, ich darf da schlafen. Ansonsten gehen wir halt wieder raus. Zu unserem üblichen Ort. Ja, wir gehen da raus. Ich habe mich extra angemeldet, damit ich hier schlafen kann. Oder ich weiß halt nicht, wo er meint, ne? Da hinten ja wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch ein Schweinestall. Oder irgendwas in der Richtung. Okay, dann... Huch. Dann da hinten schlafen.
So, gute Nacht, Heinrich. Ich frage mich gerade, ob man die noch irgendwie, die Kämpfer noch irgendwie manipulieren kann. Also da, ob man irgendwo Gift reinschütten könnte, wo sie draus essen, ob man dann einen Vorteil hätte. Bei dem Spiel könnte ich es mir eigentlich denken. Aber hinten gab es jetzt nichts zu essen bei denen, aber vorne. Ja, da kann ich ja kaum was reinschütten, ohne dass es jemand merkt. Und ich weiß auch nicht, ob die draus essen. Außerdem sterben die wahrscheinlich. Naja, gut. So, ja. Deswegen bin ich hier. Haben wir uns mal einen Magen voll? Den Bauch, meine ich? Ja. Rein da. Und jetzt geht's los. Ja, ja, mach mal. Waffen. Hammer, Hammer, Hammer. Einmal vorher noch speichern, falls wir doch einen Bogen nehmen. Da haben wir ja gute Erfahrungen gemacht. Und nun zeigt sich, was wir gelernt haben. Gleich. So, Typs ist natürlich nicht da. Kann es sein, dass er genau an dem Tag immer zu spät kommt und sonst halt einfach früher da ist? Einmal haben wir schon gesucht und da war er wirklich sau später. Warte mal noch einen kurzen Augenblick. Ach, Herr Hanusch. Sei gegrüßt. Ja. Ich schaue mir jetzt das Holz an. Willkommen zum berühmten Turnier von Ratai. Ja, jetzt warte mal hier. Bei dem die tapfersten. Sei gegrüßt. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du der Startkette. Ja, 60 hier hast du. Sicher. Das schreibe ich mir. Und ich muss wissen. Kurzschwert und Schild natürlich. Kurzschwert und Schild. Gut, mach dich bereit. Bis später. Bin jetzt gespannt. Ihr auch? Na, jetzt müssen wir uns das wieder vorstellen. Nun, Heinrich aus Garlitz. Gefolge von Ratzig Kobilla. Und mit ihm im Kampfe misst sich Pavel, genannt Rehbock. Ach der. Der Sohn von Herrn Sebastian vom Berg. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Also der Boden ist wirklich super optimal, würde ich sagen. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Na, ein bisschen besser als gedacht läuft sie gerade. Ich wollte am Kopf treffen. Ah, schade. Hätte ja geklappen können. Ich bin's. Also wenn man das erste Mal vergleicht, wird zu jetzt. Krass. Okay, was ist jetzt? Axt. Warum? Ach, weil er jetzt wählen kann. Scheiße. Das habe ich nicht gewusst. Das ist natürlich jetzt schlecht für mich, ne? Boah, ja.
Eieiei. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut gerade. Naja, gut. Es geht noch. Ja, nee, er ist schon ein bisschen besser jetzt gerade. Ja, ist natürlich scheiße, dass wir mit Axt nie was gemacht haben. Ist das ein bisschen ärgerlich? Ich muss mich echt anstrengen. Aber na gut, kriegen wir hin. Bis jetzt macht es noch ein bisschen Spaß, oder? Halt nicht, das kriegst du hin. Ja, ist nicht ganz so geil. Kommt mir so vor, als ob das die Axt im Gegensatz zum Schwert fast eine Spielzeugaxt wäre. Macht fast keinen Schaden, aber wahrscheinlich, weil es ja einfach nicht geskillt ist bei mir. Okay, jetzt glaube ich, hammern. Kannst du nicht mehr? Doch. Naja, verdammt. Daneben. Ja, jetzt doch drauf. Anstrengend. Sorry, ich kann jetzt gar nicht so viel sagen. So läuft das. So läuft das, Jungs. Kommt, nächster. Oh, Schwert. Ja, komm, jetzt. Den haben wir schon geschafft. Sag ich jetzt. Kolder. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobler. Ja, die kennen mich schon. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Mhm. Komm her. Wie der erste Kampf. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Ja, komm her. Ja, okay. Ah, okay. Okay, der hat ein bisschen mehr drauf. Ja, der hat viel mehr drauf. Ach du Scheiße. Wie kannst du dein Pferd nicht rufen? Ja, das weiß ich. Ah, okay, der hatte genau die fiesen Tricks drauf, die der andere hier, der... Wie hieß er denn? Mein Trainer halt hier auch drauf hatte. Auwe. Eieiei, Heinrich. Eieiei, okay, das ist jetzt, ja. Verdammt. Das ist aber gar kein Vergleich mehr zum ersten. Shit, ich gedacht habe, mit einem Schwert, da können wir uns gut wehren. Oh, und jetzt auch noch Langschwert. Das wird nicht gut. Jetzt haben wir 60 Gulden in den Abfluss geschmissen, aber na gut, das ist es halt jetzt.
diese komischen hier Sachen, die sie da immer machen. Ich weiß immer gar nicht, was das ist. Sieht so harmlos aus, dass auf einmal ist man verblutet. Ja. Gefühlt können die halt viel mehr als ich jetzt gerade noch. Ach ja. Nee, also ich kann keinen wirklichen Treffer landen, ohne dass ich irgendwas zurückbekomme. Ja, besonders stechen ist so nicht die schlechte Idee. Kann gar nichts machen. Jesus Christus. Ganz schlecht. Kopf lässt er sich nicht treffen. Hey, Heinrich, hau weh. Das sieht nicht gut aus. Ja, ganz so gefühlt haben wir ihn auch oft getroffen, aber so richtig mit diesen Kombis halt, ne? Die richtig Schaden machen. So wie er. Ja, da haben wir keine Chance. Schade. Okay, nochmal abstechen von hinten. Ja, wir nicht. Ja, schade. Ich dachte echt, wir könnten ein bisschen was reißen. Ja, okay. Leute, es tut mir leid. Ich hab zu viel versprochen. Hochverehrte und vornehme Leute. Was macht man da? Nachbar, willkommen zum berühmten Turnier. Ist egal. Wir müssen uns sowas überlegen. Ob ich jetzt einfach mit dem Herrn Dings Bernard nochmal andere Sachen übe und dann aufsteige. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und bis dahin verabschiede ich mich schon mal und danke fürs Zuschauen. Servus.